Hallo, herzlich willkommen, meine Faultfreunde. Heute machen wir einen Karpfen und ihr seht meine kleine Familie schon: ein großes offenes Maul, ein dicker, fetter Körper und die kleinen Seitenflossen. Wir nehmen uns ein quadratisches Stück Papier und machen zunächst die diagonalen Knicke. Und die halbierenden. Wir haben jetzt unsere vier Grundfaltungen und legen das Ganze jetzt zu einem Quadrat zusammen. Das heißt, die Ecken nach innen einfalten. Das ist die eine und dann die andere. Mit dem arbeiten wir jetzt. Dann klappen wir die untere Spitze nach oben zu unserer festen Kante. Falten es und gehen dann mit den seitlichen Ecken zu unserer vorhandenen Linie, an der wir uns orientieren. Das machen wir mit jeder Seite erst einmal und dann noch ein zweites Mal zur Mitte hin und das Ganze abknicken. So, nachdem wir zweimal nach innen gegangen sind, das obere Eck einmal zurück umschlagen und schön knicken. Dann sind wir hier auf der einen Seite fertig und drehen das Ganze um. Auch auf der Rückseite gehen wir mit den seitlichen Ecken zur Mitte und knicken das Ganze. Das wiederholen wir auch mit der anderen Seite. Danach tun wir das wieder entfalten und schlagen das Ganze auf und legen die Knicke in die Mitte. Dann schön glatt streichen, weil es gibt ein bisschen Geschoppe. Und dann gehen wir nochmal mit den Ecken zur Mitte hin, damit das Ganze etwas schmäler wird. So, jetzt holen wir uns die unteren zwei Spitzen, erst die eine nach oben und falten die hier ein. Das werden unsere Seitenflossen für den Karpfen. Ein bisschen zurechtknicken. Und das, was wir mit der einen Seite gemacht haben, wiederholen wir jetzt auf der anderen ebenso. So, nachdem eure Flossen fertig sind, geht ihr mit einem Finger in das Mäulchen von eurem Karpfen, entfaltet hinten etwas die bereits vorher gemachten Knicke, denn wir ziehen das Ganze jetzt auseinander, damit unser Karpfen einen schönen Körper bekommt.
mit ein bisschen ziehen und dann innen mit dem Finger den Körper ein bisschen formen, bekommt unser Karpfen jetzt einen wuchtigen Körper. Das Mündchen kann man auch noch ein bisschen mit den Fingern so zurechtdrücken, wie es einem gerade gut fällt. Und dann richten wir uns noch die Seitenflossen. Und zu guter Letzt bekommt unser Karpfen noch eine Schwanzflosse. Und fertig ist der kleine Kerl. Habt am Anfang ein bisschen Geduld, es ist nicht so einfach, das auseinanderzuziehen. Das Papier ist etwas widerspenstig. Aber dann habt ihr schöne kleine Fische mit einem breiten Maul. Und da könnt ihr euch ein ganzes Aquarium vollfalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.